Lass mich mal zu Colbert. Was wollt ihr jetzt schon wieder? Ihnen den Glückshuf zeigen. Dem Erbauer sei Dank. Nachdem er dieses dämliche Ding verloren hatte, hatte Mika zu viel Angst, um von hier zu verschwinden. Tut mir leid. Ohne meinen Glückshof konnte ich nicht gehen. Danke, dass ihr ihn gefunden habt. Und jetzt verschwinden wir von hier, bevor die dunkle Brut eintrifft. Ich wünsche euch viel Glück. Jo. Dankeschön. Ich habe eine weitere Quest mal wieder absolviert. Finde ich sehr geil, dass man auch mal welche absolvieren kann, nicht immer nur welche dazu bekommt. Irgendwas war mir so in der Kirche, ne? Da werde ich doch mal hingehen, da kann ich bestimmt eine Quest aktualisieren. Ja, was mit dem Dunkelwolf ist, weiß ich auch noch nicht. Ich hoffe, dass er sich irgendwann mal zeigen wird. Aber ob und wie und warum, weshalb, weswegen, ja, keine Ahnung. Kann ich mit denen sprechen? Bereuet und habt Vertrauen, so wird der Segen des Erbauers euch Frieden bringen. Mhm. 20. Das sind aber mehr als nur eine gewesen, oder? Alter, wie viele? Willst du mich verarschen? Sigruns, ach so, das habe ich noch gar nicht gemacht, verdammt. Jetzt mal ohne Spaß, ja. Was soll denn das hier? So, wie soll ich die denn alle machen? Das geht doch überhaupt gar nicht. Ich weiß ja nicht mal, wo ich die alle anfangen muss. Da ist aber noch ein hartes Stück Arbeit vor uns. Hier in der Kirche ist gar nichts. Da. Oh, wo kann mein Karen nur sein? Ach so. Ehrwürdige Mutter. Vergesst nicht, dass ihr ein Vorbild für die Schwachen seid. Ja, ja. Okay, hier finde ich irgendwie nichts. Alles klar. Kann ich auch die... Oh, Moment. Ich werde für euch beten, ach so. Kommandant. Na gut, dann werde ich mal hier weitermachen. Ding dong. Wo geht's hier hinten hin? Einfach zur Weltkarte, ja super. Hier geht's zum gekrönten Löwen. Gibt's hier aber, keine Ahnung, gibt's hier was? Noch? Nee, war. Das ist natürlich blöd. Aber hier ist weiter nichts, das heißt, ich gehe wieder raus. Auf dieses Etablissement habe ich keine Lust. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich die ganzen Quests hier erledigen soll. Oh, guck mal, hier ist wieder eine verdächtige Waffe. Türen wurden eingeschlagen, Schädel wurden gespalten und Laster wurden ausgenutzt. Aber ich habe Antworten für euch. Okay, wer sind meine Feinde? Ich konnte die Identitäten der Verschwörer nicht aufdecken. Sie agieren äußerst vorsichtig. Aber ich weiß, dass sie sich auf dem Hof des alten Stark in den Farrowell-Ebenen treffen. Ah. Dann sollte ich mich jetzt beeilen. Ja, Bauer, stehe euch bei. Toll, dafür habe ich ihm so viel Geld bezahlt. Ohne Spaß, damit er so einen Scheiß mir da... Ich krieg einfach wieder eine neue Quest. Beziehungsweise aktualisiere eine. Na gut. Im Stark anwesend. Moment, kann ich mit dir reden? Was Nein. ihr getan habt, geht weit über normal. Ja. Hof des alten Stark. Dann werde ich da hingehen. Wobei, ich war ja hier noch. Sorry. Ich war hier noch nicht und hier noch nicht. Da kann ich ja auch direkt ein paar Sidequests, glaube ich, dann mit abgeben. Ich spüre, wie sich etwas zusammenbraucht. Da hinten. Da sind da welche. Ganz klar. Hier. Voll in die Fresse jetzt hier, kleinen Spatten. Ihr wollt mich töten? Da müsst ihr aber mal.
5 Tage früher auch schälen. Krähen-Meuchelmörder, die Krähen, ach ja, schon wieder. Man kennt's ja. Die Krähen sind ja quasi alte Bekannte. Und nun? Wo muss ich lang? Wo muss ich hin? Achso, die Quest ist schon absolviert. Alles klar. Das ging einfach. Finde ich ja an und für sich ganz cool. Aber der Handel muss doch blühen. Aber sonst ist hier nichts weiter. Na gut, jetzt war ich hier. Dann würde ich mal sagen... Aber ich habe noch so viele Quests, ey. Ich meine, gut, das und das, das werde ich da wahrscheinlich so löschen. Im Vendanwald habe ich einiges. Okay, hier mache ich wahrscheinlich, hier im Knochenwaldhügel, die längst begrabene Vergangenheit. Du hast in den Knochen mit einem alten Brief gefunden, der dir verraten hat, dass ein Schatzsucher namens Darren Lyle in der Schlucht etwas gefunden und es danach Amaranthin gebracht hat. In der Kirche in Amaranthin könnte es Unterlagen geben, die dir verraten, was Darren Lyle gefunden hat. Ich war aber in der Kirche. Hier ist noch übertrieben viel. Gefährten gibt es nur eins, aber ich würde jetzt erstmal sagen, ich gehe in den Vendanwald. Das sollte kein Problem sein. Oder gehe ich nochmal kurz in Vigils Wacht? Ja, komm. Ich gehe nochmal hier rein. Ich will mal gucken, ob ich den Beitritt von ihr jetzt machen kann. Denn der muss ja auch mal gemacht werden. Danach würde ich nochmal nach Ranting gehen und gucken, ob ich... in der Kirche irgendwas finde. Irgendwelche Unterlagen oder so. Müsste es ja da geben. Wusstet ihr eigentlich, dass es vor mir schon einmal einen grauen Wächter unter dem Haus gab? Ihr setzt also die Familientradition fort? Ich würde eher sagen, ich trete in die Fußstapfen meines Großvaters. Sein Name war Patrick Howe. Er hat sich dem Orden angeschlossen, bevor dieser nach Ferelden zurückgekehrt ist. Das war direkt nach dem Krieg. Er ist einfach verschwunden und hatte nie wieder Kontakt zu seiner Familie. Jetzt, wo ich weiß, wie das Beitrittsritual aussieht, denke ich, dass er gestorben ist. Und das wurde dem Haus niemals mitgeteilt? Was hätten sie uns denn mitteilen sollen? Der Beitritt ist ein Geheimnis. Mein Vater hat immer gesagt, er sei ein schrecklicher Mann gewesen, weil er seine Familie verlassen hat, um sich einer sinnlosen Sache anzuschließen. Als Kind habe ich mich immer für meinen Großvater geschämt. Aber jetzt sehe ich, wie mutig er war. Daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Damals hat aber auch keine Verderbnis geherrscht. Das ist doch jetzt nicht anders. Dennoch bedeutet es nicht, dass die Wächter nicht trotzdem gebraucht werden. Wisst ihr, mein Großvater besaß einen Bogen, den er von seinem Großvater geerbt hatte. Ich frage mich, ob er noch existiert. Wie dem auch sei, wir sollten vielleicht ein andermal wieder darauf zurückkommen. Es gibt bestimmt irgendwo dunkle Brut, die wir erschlagen müssen. Mit Sicherheit. Damit habe ich ja bestimmt eine neue Quest bekommen. Kannst du mir doch nicht erzählen. Okay, erstmal ist nur ihr Beitritt. Was will Anders? Anders will irgendwas von mir. Ich will mit Anders aber nicht reden. Der will bestimmt irgendwas Komisches von mir. Erstmal zu ihr gehen. Vielleicht ist es Zeit für eine kleine. Wie kann ich denn ihren Beitritt? Lasst es mich wissen, wenn ich die Adeligen rauswerfen soll. Wenn ihr die Zeremonie beenden möchtet. Die Zeremonie hat lang genug gedauert. Truchsess. Wie ihr meint, Kommandant. Räumt den Saal. Der Kommandant hat dringende Angelegenheiten zu erledigen. So, dann können die sich nämlich mal vor. Schien. Dann werde ich mal kurz mit Anders ein bisschen quatschen. Was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr kein grauer Wächter sein müsstet? Das ist eine merkwürdige Frage und ich fühle mich ein wenig überrumpelt. Tatsächlich? Habt ihr nie darüber nachgedacht?
Hat denn nie jemand die Wächter wieder verlassen? Habt ihr etwa vor, zu verschwinden? Es war nur eine Frage. Ich schätze, es gibt deutlich schlimmere Schicksale. Um ehrlich zu sein, hat mir die Vorstellung, irgendwo festzusitzen, noch nie behagt. Es erinnert mich an den Zirkel. Nach meinem 7. Fluchtversuch hätten sie mir ja zumindest zugutehalten können, dass ich es versucht habe. Ihr habt 7 Fluchtversuche unternommen? Ich bin wirklich gut darin geworden, aus dem Turm zu entkommen. Nur leider war meine Freiheit nie von Dauer. Bis jetzt zumindest. Wisst ihr, es gibt eine Sache, die ich am Turm vermisse. Mein Kater. Ihr hattet einen Kater? Lord Puschel. Aber er war nicht mein Kater. Lord er hat die Mäuse im Turm gejagt. Aber irgendwie hat er mich gemocht. Es gab Zeiten, in denen dieser dumme Kater die einzige Person war, die ich zu Gesicht bekommen habe. Abgesehen davon, dass er natürlich keine Person war. Aber ich habe ihn trotzdem gemocht. Der arme Lord Puschel. Was meint ihr mit der arme Lord Puschel? Ein Dämon des Zorns hat von ihm Besitz ergriffen. Aber er hat 3 Templer erledigt. Ich war noch niemals so stolz. Okay. Also ein Hoch auf Lord Puschel. Möge er im Nichts auf ewig Mäuse fressen. Hier ist ein Golem, ohne Kopf. Na gut, jetzt möchte ich aber doch mal gucken, kann ich nicht hier Beitritt und so. Erhebt euch. Der Kommandant der Wächter und Lehnsherr ganz Amaranthines betritt den Saal. Ich habe es herausgezögert, solange ich konnte. Aber auf eurem Land liegt die Blutgerichtsbarkeit bei euch. Es gibt einige Anklagen, über die ihr entscheiden müsst. Dann fangen wir an. Nehmt Platz. Der Kommandant der Wächter wird als erstes das Anliegen der Krone gegen den Schafhirten Alec hören. Im Namen der Krone trage ich vor, dass Alec 2 Scheffel Getreide gestohlen hat, die für die Garnison in Amaranthine bestimmt waren. Als er von den Soldaten aufgegriffen wurde, hat er die Tat gestanden. Die Strafe für Diebstahl an der Krone lautet Tod durch den Strang. Was habt ihr dazu zu sagen, Alec? Meine Schafe wurden von der dunklen Brut abgeschlachtet. Meine Familie war am Verhungern. Ich bitte euch, habt Gnade, Kommandant. Gnade. Der arme Kerl. Hätte er nicht ausgerechnet die Krone bestohlen, käme er mit Auspeitschung davon. Tja, das Gesetz ist eindeutig. Ich werde Gnade walten lassen. Peitsche ich stattdessen aus, trete der Armee bei und ich verschone euer Leben. Außerdem wird eure Familie versorgt sein. Tretet der Armee bei und ich verschone euer Leben. Außerdem wird eure Familie versorgt sein. Danke. Vielen Dank. Der nächste Fall ist äußerst schwerwiegend. Danella, eine Soldatin der Wacht, hat ihren Posten verlassen und wurde 3 Meilen entfernt aufgegriffen. Sie wird der Desertion angeklagt. Selbst in Friedenszeiten stünde darauf der Tod. Man, ihr wollt ja mal umbringen. Ich habe den alten Hauptmann mehrfach darum gebeten, mich von meinem Eid zu entbinden. Die dunkle Brut ist dem Hof meiner Familie einfach zu nah. Sie brauchen mich, Herr. Ich habe nicht aus Feigheit gehandelt. Ihr entehrt jeden, der der Wacht dient. Denkt ihr, eure Familie sei die einzige, die in Gefahr ist? Die Männer schenken diesem Fall große Aufmerksamkeit. Danella ist eine fähige Späherin. Aber Desertion könnte die Armee zugrunde richten. Bringt eure Familie hierher, Danella, und dann kämpft ihr wieder für uns. Man muss mal ein bisschen Köpfchen zeigen, meine Freunde. Das werde ich euch nie vergessen, Kommandant. Ich werde zurückkehren. Ihr habt mein Wort. Gnade ist zwar eine gute Sache, aber Armeen werden durch Disziplin zusammengehalten. Ach, papalapap. Der nächste Fall betrifft einen Streit. Wenn die Scheiße bauen, dann mach ich die eigenhändig kaputt. Lady Liza Pacton ist die Herrscherin von Terrain's Down. Sie... Ich ziehe es vor, für mich selbst zu sprechen. Der frühere Earl, Renton Howe, hat mir gewisse Versprechungen gemacht. Einige davon hat er schriftlich festgehalten. Alter, wir wurden die Rechte an den Einnahmen der Südbrücke übertragen. Wie sieht die denn aus? Und welche Rolle habt ihr bei Haus Intrigue gespielt? Ach du Scheiße, ey. Eine Belohnung zu verdienen, Liza? Ich bin Sir Darren. Und es ist mein Land, auf das ihr es abgesehen hat. Es wurde mir genommen, weil ich zu den wenigen Adligen zählte, die sich gegen Terran Loghain gestellt haben. Sir Darren ist ein verbündeter Kommandant. Und es gibt in Amaranthine leider nicht besonders viele, die euch vorbehaltlos unterstützen.
Um überhaupt darauf hoffen zu können, weitere Adelige für eure Sache zu gewinnen, müsst ihr unvoreingenommen entscheiden. Tja, was soll man machen? Überhaupt darauf zu können, tja. Ihr Anspruch ist rechtens, Darren. Aber ich schwöre, ich werde euch dafür entschädigen. Mein Vater hat diese Brücke gebaut, aber gut, ich vertraue auf euch. Der Kommandant hat gesprochen. Der Fall ist entschieden. Die Gerichtssitzung des Artums ist beendet. Und ich hoffe, die nächste wird einfacher als diese beim Erbauer. Ach Quatsch, da muss man einfach mal ein bisschen hier entscheiden und dann läuft das schon. Kommandant. Noch jemand möchte den Beitritt auf sich nehmen. Ich hoffe, das Schicksal wird gnädiger sein als bei Sir Myrie. Tja, wir werden sehen. Ich werde die nötigen Vorbereitungen treffen. Von diesem Moment an seid ihr Sigrun, ein grauer Wächter. Dann soll es so sein. Ich rekrutiere die auch, ey. Ihr habt eine gute Wahl getroffen, Kommandant. Sie wird in Kürze erwachen. Einer nach dem anderen. So muss das sein. So, diese Quest ist doch aktualisiert. Da bin ich doch ziemlich mal froh drüber. Gut, dann, wie geht's wach? Das ist immer noch so scheiße viel, ey, ohne Witz. Der Geist besitzt die Fähigkeit von toten Besitz zu ergreifen. Er hat den Leichnam eines Ogers übernommen. Okay, das bringt mir wahrscheinlich nicht mehr weiter. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich nehme dich mit, annehmen. Sollte ich jetzt nochmal kurz nach Amaranth hingehen oder mache ich das später? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Wo wart ihr, als mein Vater getötet wurde? Ja, nee, ich würde sagen... Ich gehe jetzt erstmal in den Vendanwald. Da gibt es ja auch noch so zwei, drei Quests. Nebenquests, die man abschließen kann. Dazu noch eine Hauptquest, also... Da ist auch noch einiges zu tun. Versuche ich natürlich alles so gut wie es geht halt zu machen und mal gucken. Mal gucken, was bei rumkommt, wa? Ja, du guckst uns doch genau an, Junge. Schreit ihr denn hier so rum und verpisst euch, seid ihr behindert? Ich will ja keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ich denke, diese Karawane... Achso. Wurde einfach mal vom Speicherbalken, vom Schnellspeichern unterbrochen. Sollte kein Problem sein. Aber komm, wir machen die kaputt. Ich würde sagen, wir machen die einfach kaputt, die Banditen, was wollen die schon? Ja, könnt ihr auch sprechen oder könnt ihr nur schreien? Bin mir da gerade nicht so sicher. Aber macht ja nichts hier, ihr kriegt einfach mal ein bisschen meinen Zorn zu spüren. Tschüss. Bin mal gespannt, ob wir hier ein bisschen Antworten bekommen bei dem DLC noch. Was hier überhaupt vor sich geht, weil ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, das ist ja ziemlich verwirrend. Die ganze Sache. Rein ins Getümmel! Na gut. Erstmal gucken. Wundumschlag. Ja, aber ich brauche die, glaube ich, gar nicht mehr alle zu untersuchen, aber ich mache es ja trotzdem, von daher. So, weil hier kann ich, glaube ich, auch lang. Ja, ist natürlich super, wenn ich immer mehrere Wege habe. Hier ist eine Schriftrolle gewesen. Die könnt ihr gerne behalten.
Oder geht's hier überhaupt lang oder ist hier nur so eine Sackgasse? Nö, hier ist nur so eine Sackgasse. Oder geht's hier lang? Nö, hier ist nur eine Sackgasse. Okay. Dann geht's in die andere Richtung weiter und da warten wieder ein paar Gegner auf mich, während ich hier gegen eine Kiste laufe. Das ist doch voll super. Ach, schon wieder so eine komischen Bäume hier. Was soll denn das hier? Verpisst euch, ihr Bäume. Komischer Waldgeist. Was ist der wohl ein Schaden, Junge? Sowas wie dich kenne ich. Habe ich schon gehabt. Ach komm hier, verpiss dich. Komischer Baum. Dingsbums. Ach guck mal, das ist noch ein. Ja, mach mal. Werf an. Den Plünderer plündere ich einfach mal aus. Hier. Nix. Eine Truhe. Aber ich habe ja wieder meinen lieben Freund mit, der kann mir helfen. Der kann die Truhe aufmachen. Ja, mach mal. Komm. Dann bist du dran und du machst mir jetzt die Truhe hier auf. Ich bin da voll überzeugt von. Jawohl. Du bist the shit. Alter, hier gibt's schon wieder Bäume. Bäume, Helfer. Bäume. Das Geile bei den Bäumen ist natürlich, dass es Bäume sind. Das muss man ja schon mal so einfach sagen. Ist eine super Geschichte. Oh oh. Ich muss weg. Und ich muss nicht nur weg, sondern ich muss auch mal einen Wundumschlag trinken, wenn ich mich nicht don't. Dich friere ich mal einfach ein. Kennen wir nichts. So. Weg mit dir. Moment, hier liegt noch was. Hab ich doch gesehen. Feinste Seide. Ja, was soll ich mit feinster Seide am Arsch, ey? Ohne Witz. So, warum geht's denn hier auch noch lang? Banditenlager, okay. Ich muss mir erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Also insgesamt geht aber alles nach dahin. Okay. Dann muss man ja auch wissen. Nee, Moment. So, ihr da hinten kriegt man den ab. Ach, da kommen noch mehr von euch, ey. Ihr seid doch am. Ihr kleinen Pisser, ey. Pisst euch. Da hinten ist einer, der auf mich schießt. Da sind sogar mehrere, die auf mich schießen. Ach, geht alle weg. Moment. Lasst mich in Ruhe. So, dann gehe ich mal kurz hier hin und ich greife euch einfach mal voll fett an. Das ist mir doch wurscht. Ach, jetzt haut doch nicht ab, Mann. Wir wollen ein bisschen Spaß haben hier, oder nicht? So, weg mit euch. Da sind aber noch mehr. Da hinten gibt es ja auch noch ein paar Gegner. Also, ach so, der Baum ist noch gar nicht kaputt. Dann baller ich da einfach mal drauf. Nee. Ich will die gerne einfrieren. Oh, das Areal ist ja auch ein bisschen größer. Da muss ich jetzt erstmal gleich gucken, wo ich hier was machen kann, weil das sind ja Wege. Ich dachte, das ist eine natürliche Begrenzung. Warte mal, was hier? Ach, hier ist eine Truhe. Wisst ihr, als euer Vater den Palast des Arls von Denerim übernommen hat, hat er sein Schlafzimmer direkt neben den Kerker verlegt. Wovon redet ihr überhaupt? Für mich klingt das, als hätte sich da jemand vor dem Zubettgehen gerne noch ein klein wenig Folter gegönnt. Warum erzählt ihr mir das? Warum denn nicht? Ist doch... Jeder hat so seine Probleme mit seinem Schlafzimmer. Ich versuche nur, euch zu helfen. Dann entferne diese Falle bitte. Und die auch. Hier kommen Wölfe. Ne, hier kommen Gegner, keine Wölfe. Simple Gegner kommen da. Ist ja quasi langweilig. Hä? Verdammt, ich hab mich bewegt. Oh, mal kaputt, ah, mal kaputt. So, hier auch kaputt. Was ist hier? Hier ist noch so ein Banditenlager. Ein Mini-Banditenlager sozusagen.
Ups. Hättest du auch mal eine Runde früher sagen können. Moment, das ist auch nochmal so ein komisches Lager. Das möchte ich mir aber doch mal ein bisschen näher ansehen. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Aber wir haben hier dich und dich. Ein bisschen Geld kann nie schaden. Und dann wollen wir mal hier gucken, was gibt's hier. Kiste mit feinster Seide. Jawohl. Elfenwurzel nehmen wir auch mit. Bevor ich jetzt da weitergehe, gucke ich mal hier, was es noch so gibt. Ja, die haben ja nur Seide am Start, ey. Da ist schon wieder ein Baum. Hallo. Komm her, du Baum. Mal kaputt jetzt. Kaputt, kaputt, kaputt. Forever kaputt. Was? Da hinten wird mir irgendwas angezeigt. Gut, fangen wir an. Ach, schon wieder feinste Seide, ey. Ohne Spaß. Wie komme ich denn da hinten hin? Kann ich die einfach anklicken und du läufst automatisch? Mal gucken. Vielleicht klappt das ja sogar. Geht mir aus dem Weg. Ich muss hier weg. Wer bist du? Na gut, beruhigt euch. Nein, ihr versteht das nicht. Sie ist hinter mir her. Wer ist hinter euch her? Die Elfin. Sie erweckt die Bäume zum Leben. Wir haben uns bei den Karawanen doch nur leicht verdientes Geld erhofft, aber... Bauer, steh mir bei. Sie ist hier. Ich muss hier weg. Noch ein Plünderer, der sich am Unglück anderer bereichert? Nein, ihr seid zu gut bewaffnet. Also seid ihr meinetwegen hier. Ihr werdet mich nicht aus diesen Wäldern vertreiben. Die Schems konnten es nicht, die dunkle Brut nicht. Und auch ihr schafft es nicht. Warum sollte ich euch vertreiben wollen? Euresgleichen macht seit Monaten Jagd auf mich. Ihr habt meine Freunde getötet. Und die Händler haben meine Schwester verschleppt. Die Karawanen sind nur der Anfang. Ich will, dass Serani zu mir zurückgeht, sonst geht es weitere Tote. Richtet ihnen das aus! Betrachtet es als eine Warnung. Aha. Nett. Ah, jetzt habe ich hier irgendeine Quest aktualisiert hier. Mann, ey, ich möchte mal Quests abschließen, nicht immer nur aktualisieren. Du geh weg und du lass mich auch in Ruhe, du komischer Räuber-Mongo, ey. Keine Lust, dass ihr mich immer hier nervt. Hier, brenn du. Oh. Oh, oh. Ich muss mal einen Wundumschlag nehmen. So. Jetzt geht's aber los. Du wirst erstmal eingefroren, dann kriegst du vor auf die Fresse und hier auch nochmal und dann ist aber gut. Jetzt reicht's. Aber mal. Ist die immer noch da hinten? Wird erledigt. Ist ja ein kleiner, ist ja klein hier. Das sollte kein Problem sein. Ist ja quasi gar nichts los. Obwohl mich das hier irgendwie alles ein bisschen mehr verwirrt als alles andere. Aber naja, ist ja nichts Neues, ne? Macht ja nichts. Oh, die haben sich aber super formiert jetzt. Ich bin ja... Mir ist ja schon wieder so ein hässlicher Baum, ey. Oh, Moment. Aber ich schnauze voll von euch hier. Spielt damit. Und damit dürft ihr auch spielen. Und damit du den ganzen Spaß einfach doppelt so gut erleben kannst, führe ich dich jetzt noch ein. So. Ich bleib einfach hier stehen, mach gar nichts mehr. So, jetzt sehe ich auch nichts mehr. Super. Toll. Und hier ist das. Hier ist das. Okay, hier komme ich noch nicht rein. Und hier gibt's auch. Was kommt denn hier? Was haben wir denn hier? Eine Zwischensequenz. Reisen diese Delish-Elfen nicht eigentlich im Rudel? Was soll dann dieses winzige Lager? Und hier?
Das sieht nach einem Kampf aus, aber es gibt keine Leichen, nur all diese Waffen. Irgendwas stinkt hier, Kommandant. Und das bin nicht ich. Ja, da hast du wohl recht. Irgendetwas ist hier faul. Und was das ist, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, haut rein, Leute!